im alten Rathaus der Stadt Steinau wurde sie 1975 gegründet. Die Deutsche Märchenstraße, der mehr als 70 Städte umfasst und einer der ältesten und beliebtesten Ferienrouten Deutschlands ist. Die über 600 Kilometer lange Märchenstraße von Hanau nach Bremen verbindet die Orte, wo die großen deutschen Märchensammler, die Brüdergrimm, gelebt und gearbeitet haben. Auf dieser zauberhaften Straße werden sie den wundervollen Märchenfiguren und Helden der deutschen Sagen und Legenden begegnen. Rotkäppchen und Aschenputtel, Dornröschen und Frau Holle, Max und Moritz, Baron von Münhausen, die Bremer Stadtmusikanten und viele andere warten auf sie in ihrer Heimatstätte. Die Märchenstraße bietet Kunst und Geschichte, Flucht, wunderschöne Fachwerkstätten, Schlösser und Burgen, vereint Museen und Gemäldegalerien, lädt in Konzerte und Theater ein. Die Deutsche Märchenstraße ist immer eine Reise wert. Märchen, Sagen und Legenden werden hier ganz lebendig. Da gibt es Weihnachtsspiele, Puppenspieltage, Märchenwochen und Marionettentheater. An der Deutschen Märchenstraße ist eben alles wie im Märchen.